Hi, liebe Weltraumfreunde. Normalerweise sind Dinosaurier nicht unbedingt die naheliegendste Assoziation, wenn man an Aliens denkt. Trotzdem stellen wir uns heute die Frage, können Aliens Dinosaurier auf der Erde sehen? Wie komme ich überhaupt darauf? Der Grund dafür ist, dass man im Weltraum immer in die Vergangenheit guckt. Wenn ihr unsere Sonne anschaut, dann seht ihr die Sonne so, wie sie vor 8 Minuten aussah. Wenn ihr den Mond anschaut, dann seht ihr ihn so, wie er vor ungefähr einer Sekunde aussah. Das liegt daran, dass das Licht der Objekte eine gewisse Zeit braucht, um in unsere Augen zu dringen. Und wir sehen die Objekte erst, wenn das Licht von ihnen unsere Augen erreicht. Ihr könnt euch Licht so vorstellen, es ist ein Strom von sehr energiereichen Teilen, den sogenannten Photonen. Und diese Photonen gehen von jedem Objekt aus. Ihr seht mich gerade nur, weil die Photonen eures Bildschirms in eure Augen dringen. Das bedeutet also auch, dass wir eventuell Sterne am Himmel sehen können, die schon nicht mehr da sind, weil sie in der Zwischenzeit, in der Zeit, die das Licht brauchte, um zu uns zu gelangen, explodiert oder implodiert sind. Bedeutet andersrum, vor 65 Millionen Jahren, als die Dinosaurier noch auf diesem Planeten lebten und ihn beherrschten, haben sich einige Photonen auf den Weg gemacht in den Weltraum und fliegen seitdem munter dort herum. Die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, nennt man ein Lichtjahr. Da die Dinosaurier vor ca. 65 Millionen Jahren ausstarben, müsste eine Alien-Zivilisation, die Dinosaurier noch sehen möchte, also 65 Millionen Lichtjahre entfernt sein. Denn dann könnten sie noch Lichtphotonen aufnehmen, die sich vor 65 Millionen Jahren auf den Weg gemacht haben. Also stellt euch mal vor, da gibt es einen super schlauen Alien-Astronomen, der sitzt auf seinem Alien-Planet in 65 Millionen Lichtjahren von der Erde entfernt und er möchte irgendwelche geheimen Signale aus dem Weltraum aufnehmen. Er richtet sein Teleskop Richtung Erde und was sieht er da? Ein T-Rex? Ein Velociraptor? Theoretisch ja. Immerhin ist es möglich, dass diese 65 Millionen Jahre alten Photonen in sein Teleskop dringen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass er einen hochauflösenden Dino vor sich hat. Das Problem ist, dass er ein gigantisches Teleskop bräuchte, um genug Photonen zu sammeln, um ein detailliertes Bild zu kriegen. Stellt es euch mal so vor, die Photonen von eurem PC-Bildschirm, der direkt vor euch ist, können problemlos alle euer Auge erreichen. Aber vor 65 Millionen Jahren, als die Sonne Licht ausgesandt hat, dieses Licht kommt auf die Erde, prallt von einem friedlebenden Triceratops ab und bewegt sich in den Weltraum. Diese Photonen haben sich im Laufe der Zeit und im Laufe der Distanz natürlich extrem verflüchtigt und kommen nicht mehr gebündelt in dem Teleskop des Alien-Astronomen an. Was ist die Lösung dagegen? Er bräuchte ein riesiges Teleskop. Das Teleskop, wurde ausgerechnet, müsste ungefähr 4,5 Lichtjahre groß sein, um genügend Photonen sammeln zu können, um ein detailliertes Bild von einem Dinosaurier zu bekommen. 4,5 Lichtjahre, das ist die Distanz zwischen unserem Sonnensystem und unserem Nachbarsonnensystem Alpha Centauri. Könnt ihr euch ein so großes Teleskop vorstellen? Eher nicht. Und auch die fortschrittlichste Alien-Zivilisation und selbst die Dino-interessierteste Alien-Zivilisation würde sich nicht die Mühe machen, ein 4,5 Lichtjahre großes Teleskop aufzubauen. Nach unserem Stand der Kenntnis ist es also so, dass eine Alien-Zivilisation zwar theoretisch in der Zeit zurückgucken kann und zwar theoretisch auch ein paar Photonen ins Teleskop kriegen kann, die irgendwann mal von einem T-Rex abgeprallt sind, aber sie könnten niemals ein detailliertes Bild von Dinosauriern auf der Erde bekommen, weil dafür die Erde einfach viel zu weit von ihnen weg wäre. Denn, das müsst ihr euch mal vorstellen, 65 Millionen Lichtjahre, das wäre weit außerhalb unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist nur 100.000 Lichtjahre groß, nur. 65 Millionen Lichtjahre, das wäre sogar viel weiter weg als unsere Nachbargalaxie Andromeda. Die ist nur knapp 2 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Das wäre sogar schon außerhalb unserer Galaxiengruppe, also außerhalb der lokalen Gruppe. Es wäre irgendwo im sogenannten Virgo-Superhaufen, eine gigantische Struktur, die aus zahlreichen Galaxiengruppierungen besteht. Unfassbar weit entfernt und wir Menschen haben noch nie ein Objekt aufnehmen können und vor allem nicht detailliert, das so weit entfernt wäre. Insgesamt können wir also festhalten, dass Alien-Astronomen leider keine Dinosaurier auf der Erde beobachten können. Sehr schade für diese Alien-Astronomen. Auf der positiven Seite, Aliens können auch nicht die Erde live beobachten und irgendwelche Eroberungspläne gegen uns schmieden, da sie uns erstens nicht live sehen könnten und auch überhaupt nicht detailliert sehen könnten, was gerade bei uns abgeht, sondern wahrscheinlich einfach nur einen kleinen verpixelten Punkt in ihrem Teleskop sehen würden, statt unserem Planeten.
Habt ihr weitere Fragen zum Weltraum oder Dinge, die ihr schon immer mal wissen wolltet über die Weiten des Alls? Postet eure Frage einfach in die Kommentare. Wenn ich die Frage interessant finde, mache ich vielleicht ein eigenes Video drüber oder nehme die Frage in meine nächste Folge Tim Allwissend, wo ich ja immer gleich mehrere von euren Fragen beantworte. Abonniert Astrocomics TV, besucht meine Website, liked mich bei Facebook, folgt mir bei Instagram und schaut schön nach oben in die Sterne und bleibt interessiert am Weltraum. Macht's gut!